Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout New Vegas. So, dann wollen wir doch mal gleich weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir hatten ja jetzt sozusagen das Kopfgeld einmal sauber und einmal unsauber schon gekriegt. Jetzt holen wir uns das Geld dafür einmal ab. Bezüglich einmal unsauber und einmal sauber. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir uns das dritte Kopfgeld doch vielleicht auch nochmal gleich verdienen. Also bei Kok-Kok verdient, ne? Hey, Sie scheinen noch am Leben zu sein und das ist vielversprechend. Hatten Sie Glück mit dem Kopfgeld? Ich komme wegen eines Kopfgelds. So, Sie haben einen der Psychopathen auf meine Abschussliste umgenietet. Dann zeigen Sie mir mal den Kopf des Drecksacks. Ja, das ist Kuckuck. Hat der schon immer so gerochen? Auch vor dem Tod? Und die Unholde haben den Essen kochen lassen? Tja, das ist die Abrechnung für mindestens eine meiner Soldatinnen. Wird froh sein, dass er tot ist. Hier sind Ihre Kronkorken. Meinen Sie, dass Sie noch einen Wichser platt machen können? Ist Ihre Wahl. Aber ich vertraue darauf, dass Sie es machen. Wäre schade, wenn Sie gehen. Na gut, ich mach's. Das ist die verdammt beste Nachricht, die ich den ganzen Tag gehört habe. Endlich ist mal jemand mit Ambitionen hier. Bleiben noch zwei Psycho-Bastarde. Welcher soll es jetzt sein? Violet. Violet soll es sein. Gerne würde ich Ihnen einen Tipp geben, wie man sie platt macht. Aber wir wissen weniger über sie als über die anderen beiden. Passen Sie auf Ihre Hunde auf. Sie hat sie selbst aufgezogen. Könnte auch Ihre Mutter sein. Und sie weichen ihr nie von der Seite. Gut. Mit den Hunden werde ich schon fertig. Wo muss ich hin? Gute Frage. Das unholde Territorium ist südlich von hier. Und sie treiben sich in der ganzen Gegend rum. Keiner bleibt lange an einem Fleck. Auf Wiedersehen. Sie haben sich schon mit den Unholden angelegt. Ich muss Ihnen also nicht sagen, dass Sie auf sich aufpassen sollen. Nö. Ich komme wegen eines Kopfgelds. Nun, das könnte Violet oder aber auch jemand ganz anderes sein. Ich verlasse mich mal auf Ihr Wort, kann Ihnen aber nicht die ganze Belohnung geben. Das sind schon zwei tote Psychopathen. Wenn Sie mir noch den dritten bringen, gibt es einen Bonus für Sie. Okay, ich knöpfe mir Divat Nephi vor. Sie haben ja reichlich Mumm, das gebe ich zu. Nephi ist ein zäher Hurensohn. Wenn er zu nah herankommt, haut er Ihnen den Kopf von den Schultern. Mein Tipp, reden Sie mit Lieutenant Gorobets. Er leitet das Alpha-Team der ersten Aufklärung. Scharfschützen. Mit etwas Glück können Sie Nephi ins offene Gelände locken. Dann kommen die Scharfschützen. Bringen Sie mir den Kopf, dann gibt es das Kopfgeld. Ist auf jeden Fall besser, als sich Nephi Mann gegen Mann zu stellen. Aber ist Ihre Entscheidung. Wo finde ich Leutnant Gorobets? Draußen im Hof. Gorobets koordiniert unsere Scharfschützenteams. Seit Wochen hat er es auf Nephi abgesehen. Das Einzige, was ihm fehlte, war ein freiwilliger Köder. Wir haben nicht genug Truppen, um jemanden über den Zaun zu schicken. Zumindest nicht mehr. Alles klar. Sie haben sich schon mit den Unholden angelegt. Ich muss Ihnen also nicht sagen, dass Sie auf sich aufpassen sollen. Okay, auf Wiedersehen. Okay. RNK beliebt. Man hat genug von ihren guten Taten gehört, um sie allgemein zu mögen. Ja, so, also wir haben jetzt entweder die Wahl auf Hilfe oder keine Hilfe. In der Nähe von Vault 3. Mhm. Ich würde es auf keine Hilfe ankommen lassen. Ich habe noch meinen Brüter. Dementsprechend vertraue mal auf meine Energiewaffen. Bezüglich auf mein eigenes Können. Gehen wir wieder raus. Und ich will auch keine Belohnung teilen und so, ne? Das kommt ja noch hinzu. So, dann wollen wir mal. Laufen wir jetzt mal die Straße so gerade runter. Mhm. Und vielleicht treffen wir ja noch den einen oder anderen Unhold.
Und nach Vault 3 würde ich auch gerne nochmal reingehen wollen. Dürfte sich auf jeden Fall lohnen. So, da hinten rennt einer rum. Mit was schießen die? Das hört sich ja interessant an. So, den haben wir. Den nächsten ebenso. Da müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal hinlaufen. Denk mal, hier geht's zum Vault rein, oder? Nee, das ist Pumpstation West. Na gut. Nehmt euch mal kurz die Waffen ab. Ah, die Ankala, die hängen euch schon im Nacken hier. So, ich möchte aber auch was haben. Schade. Aber ich darf wenigstens leer machen. So, was haben wir hier? Noch ein Unhold. Noch ein Unhold. Alter, hier geht's ja richtig los. Hier ist ja richtig Kriech. Will mit Kriechischen. Wo oder wer hat jetzt hier geschossen? Ja, keine Ahnung. Sind irgendwo zu Boden gegangen, wo ich sie jetzt nicht finden werde. Schade, 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 schade. Da hinten wird gerade geschossen. Hier wurde gerade geschossen. Nächster Unhold. Okay, der ist schon leer. Da drüben ist auch wieder eine Leiche. Sind ein bisschen ab vom Schuss, ich merke schon. So, die Baseballschläger, die können wir zusammen machen. Die Lasergewehre können wir zusammensetzen. Ansonsten nichts Neues. Bis auch wieder ordentlich Rüstung. Okay, passt. Ne, hier haben wir ja schon einmal abgegrast. Und ich glaube, damit die RNK auch gleich nochmal ihren Spaß haben. Weil da vorne sind. Hier ist, wimmelt es ja nur von Unholden. Hier drüben. Jawohl. Erwischt. Also wie gesagt, es geht eigentlich ganz gut. So, was haben wir hier? Okay, Plasmagewehr. Nochmal ein Plasmagewehr. Muss ich aber hier wieder ein bisschen zusammenlegen. So, und was haben wir hier? Pö. Das haben wir gleich. Was haben wir gleich? Nimm das! Gut. Wie gesagt, das Ding ist nicht so zielgenau, macht aber einen Haufen Schaden. Ist doch wunderbar. So, jetzt können wir hier nur noch die normale Rüstung reinmachen. Helmchen können wir mal zusammenmixen. Dann gönnen wir uns doch mal den hier nochmal. Ja, nochmal ein Billardkö. Auch den können wir nochmal zusammenhauen. Karawanenschrotflinten. Wie gesagt, wir kommen an unseren Stuff. So oder so. Gut, das heißt, jetzt laufen wir hier mal am besten auf der Straße lang. Jetzt immer erstmal eine Weile geradeaus. Und da will ich auch sowieso nochmal rein. Los, jetzt will ich erstmal das Kopfgeld machen. Danach gehen wir dann da noch mal rein. Immer eins nach dem anderen.
Und dann bin ich mal gespannt, ob der wirklich mir jetzt so den Kopf abreißen kann oder nicht. Weil eigentlich so zur Schießerei mit einem Messer zu kommen, ist eigentlich immer fatal. Da habe ich zwar keine Ahnung, was er jetzt hat. Er hat wohl wahrscheinlich einen Superhammer oder eine Powerfaust oder irgendwas in der Richtung. Was bestimmt ziemlich dicken Aua machen kann. Aber auch wir können dicken Aua machen. Wie gesagt, die Pistole ist wirklich OP. Oh, ich bin gerade hungrig geworden. Ja, dann müssen wir uns erstmal um Hunger kümmern. Wir können ja mal ein Brahmin Steak. Das gibt sogar nochmal plus 1 Stärke dazu. Autsch. Ein Moment nicht achtsam und zack. Oha. Na gut, den Kopf sollte ich schon mal reparieren. Sonst gibt es demnächst wieder Kopfschmerzen. Ich sehe da noch eine Mine. Nehmen wir erstmal wieder Sun. Selbst, Stealth, Stramm, da. Gut, jetzt habe ich die Mine wenigstens gekriegt. Eine ganze Weile hatten wir keine Minen mehr, ne? Okay, jetzt habe ich hier den nächsten Schnellreisepunkt gefunden. Und jetzt mit Mal kommen wieder Minen mit dazu. Okay, hier ist alles voll, also richtig schön rot hier. Ne? Voll sind wir eigentlich auch wieder. Da oben eins, zwei. Müssen wir ausnutzen, dass wir Bones bei haben. 1, 2, 3. Bessere Ecke. Aber eigentlich nicht. Wir wollen ja eigentlich näher ran, ne? Wir wollen ja eigentlich näher ran. Irgendwo dazwischen ist halt auch unser Übeltäter. So, sneaken wir mal. Wir können ja mal eine komplett andere Taktik machen. So. Mal sehen, ob das hinhaut. Taktik habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Wie viel Watts haben wir? 19. So, wie viel Watts haben wir jetzt? Du darfst gerne ausrechnen. Na gut, irgendwie möchte er das jetzt nicht. Ah, jetzt 47. So. 62. Und es haben immer noch nicht alle mitgekriegt. Hier kommst du nicht. Verdammt, das gibt Fleck. Oh nein, schnell auf den Rumpf. Ich habe ihn gerade zur Asche verbrannt, ne? Ich hoffe, ich krieg trotzdem noch einen Kopf. Du schaust dir wohl gerne selbst bei. Krieg ich noch einen Kopf? Schlimm zugerichteter Kopf. Na gut. Das war nicht so cool. Na, ich glaube, ich nehme eher dich hier erstmal. Also wie gesagt, die Legion, die hat ja schon was drauf. Ihr Unholde, nicht wirklich. So, Gefahr. Da müsste noch einer kommen. Ich schaue mir super gern zu. Wenn ich so ein paar Unholde auseinandernehme. So, einer ist dann noch. Dann können wir gleich hier looten.
Ne, müsste doch der hier sein, oder? Der rote Punkt. Pui! Rahmensteak hat gerade im schlechten Moment nachgelassen. Oh Mann. Gut, dann machen wir es anders. Ich habe ja dafür extra auch nochmal... Lüps. Den guten Nektar. Den guten Nektar. Dann können wir dich nämlich schon mal mitnehmen. Komplett du. Und jetzt haben wir das hier eigentlich ganz gut ausgehoben. Eins ist ein Nachteil. Zwei Köpfe sind zu sehr beschädigt. Ein, naja, der ist zersplittert. Kann man so sagen. Einer ist sauber abgetrennt und naja, der andere ist ein Häufchen Asche. Mehr leider nicht. So, dann wollen wir doch mal gucken hier. Häufchen Asche. Ach, der hat sogar noch eine extra Waffe gehabt. Na gut. So, die beiden habe ich da vorne schon. Da hinten hatten wir noch zwei. Gut, war eigentlich nicht nötig, dass wir da uns einen Stealth-Boy für nehmen. Aber... hat somit ganz gut geklappt. So, ich möchte mich hier jetzt natürlich auch nochmal ein bisschen umschauen. Dementsprechend müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier die ganze Raider-Rüstung auch nochmal zusammeneiern. Die ist schon fertig. Damit wir hier uns hier wenigstens ein bisschen... bewegen können. So, die will ich dann nicht reinhauen. Ah, viele Kampfhelme. So. Nächster Kampfhelm müsste fertig sein, genau. Sehr gut, da kann ich den noch reinmachen. Passt. Jetzt haben wir noch Waffen. Blöde ist, man sieht das halt immer so schlecht, wenn man gerade einen Stealth Boy anhat. Ja, hier, Kleinkalibergewehre. Messerchen. Splittergranate. Ja, passt eigentlich. Problem ist, wenn ich jetzt aber porte, dann... wird das nicht mehr reichen, oder? Gucken wir mal. Ah, doch. Ameisennektar hält noch, aber Stealth Boy ist schon aus. Gut. Dann wollen wir uns mal die Kronkorken noch fix abholen. Das passt ja eigentlich schon. Da haben wir dann jetzt eigentlich schon wieder. 2,6. Da reicht noch nicht ganz. Arbeiten Sie noch am letzten Kopfgeld? Ich komme wegen eines Kopfgelds. Das soll Driver Neffy sein? Der Kopf ist aber in schlechter Verfassung. So kann ich nicht die volle Belohnung freigeben. Ich schätze, wir können die erste Aufklärung runter nach Camp Fallon Hope schicken. Die brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können. Sie waren ein echter Glücksfall, wissen Sie das? Die drei Schleimbeutel haben bestimmt 20 RNK-Soldaten umgebracht. Und Sie schalten sie alleine aus. Ich wünschte, ich hätte ein paar Soldaten, die so gut wie Sie sind. Verdammt gute Arbeit von Ihnen. Ja, passt doch. Hast du noch mehr Aufgaben? Seit dem letzten Mal war es ruhig in der Umgebung. Die Unholde haben die Hosen voll. Ich glaube kaum, dass die in absehbarer Zeit noch Ärger machen. Ich habe keine weiteren Kopfgelder für Sie. Ist alles ruhig und entspannt geblieben seit Ihrem letzten Besuch. Genau so mag ich es. Gut. Das heißt, das hat sich ja jetzt erstmal in Rauch und Schall aufgelöst. Gut. Mit Captain Curtis. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Captain Curtis. Fährt ein Zug nach nirgendwo. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich das angenommen habe, wo das ist.
Captain Curtis. Was? Angenehm. Ich bin Curtis. Ach so, das war das Informationsleck. Jetzt habe ich's wieder. Ja. Das ist das Problem. Man macht halt zu viel und man kriegt noch mehr und noch mehr und noch mehr. machen wir mal. Was machen Sie hier? Offiziell bin ich Leiter der Kompanie Bravo, aber da General Oliver Bravo und die meisten Truppen hier stationiert hat, bin ich derzeit freigestellt. Also unterstütze ich Colonel Shu bei der Logistik, Patrouillen, Nachschubwege, solche Sachen. In letzter Zeit geht es weniger um solche Sachen und mehr darum, wie diese Informationen an Raider gelangen konnten. Das ist eine große Basis mit vielen unzufriedenen Soldaten. Sie kriegen Lagerkoller. Schwer, hier die tatsächlichen Schuldigen zu finden. Colonel Shu möchte, dass ich Ihnen bei der Suche nach den jüngsten Informationslecks helfe. Schlauer Kerl. Ich könnte hier jemanden brauchen, der unauffällig für mich arbeiten könnte. Wer auch immer der Maulwurf ist, er ist gut. Wenn ihm ein Feldjäger zu nahe kommt, ändert er sein Vorgehen. Unsere letzte Spur hatten wir vor Wochen. Wo soll ich anfangen? Mein Tipp, fangen Sie mit Leuten an, die viele Beobachter im Einsatz haben. Beispielsweise Lieutenant Boyd oder Sergeant Contreras. Aber Vorsicht bei Contreras. Er ist selbst nicht ganz unverdächtig. Halten Sie mich über alle Spuren auf dem Laufenden. Dieser Kerl hat eine Menge meiner Leute auf dem Gewissen. Das werde ich ihm heimzahlen. Mit wem soll ich nochmal über Informationsleck sprechen? Naja, das überlasse ich Ihnen. Aber ich würde Lieutenant Boyd und Sergeant Contreras empfehlen. Die wissen in der Regel, was hier vor sich geht. Auf Wiedersehen. Bis später. Na gut, wie gesagt, Namensgedächtnis wie ein Sieb. Das scheint ja hier irgendwo zu sein. Ah, einmal raus und einmal oben, ne? Ne, der zeigt ja mir den nächsten Ausgang an. Idee, helf mal. Ja, das könnte... Ah ne, hier hinten. Na gut, dann gehen wir erstmal jetzt hier hinten hin. So, dann gucken wir mal. Könnte ich mal eine Lokalkarte nehmen, die könnte vielleicht helfen. Ja. Gut, dann gehen wir einmal dahin. Wo auch immer da war. Achso, ich darf ja hier nicht... Jetzt hätte ich beinahe den Müll geplündert. Um Gottes Willen. Also mit der NK kann ich mich noch nicht so anlegen. Oder sollte ich mich momentan jetzt nicht anlegen? In der Hauptbase. Ah, er war das. Okay. Da sind sie ja wieder. Was für Vorräte schweben Ihnen denn vor? Wollen Sie etwa andeuten, ich hätte da noch ein Geheimangebot, das ich nur bestimmten Kunden zeige? Das könnte Schwierigkeiten bedeuten. Ich kann ziemlich einfallsreich sein. Vielleicht kommen wir ja ins Geschäft. Jetzt reden Sie meine Sprache. Ich habe tatsächlich ein erweitertes Inventar für Leute, denen ich vertrauen kann. Wenn Sie etwas Laufarbeit für mich erledigen, könnte ich Ihnen neben Zugriff auf mein komplettes Angebot auch einen Nachlass gewähren. Viele dieser Gegenstände sind in der RNK nicht erhältlich und es ist schwierig, sie anderswo günstiger zu finden. Das klingt vernünftig. Was soll ich für Sie tun? Nun, ich kann die Basis nicht nach Belieben verlassen, wissen Sie? Man schöpft bereits Verdacht. Ich höre schon wieder die Feldjäger. Contreras wusste gar nicht, dass sie so viele Freunde bei den Waffenschiebern haben. Die wären ihr erstes Ziel. Bringen Sie einfach eine kleine Nachricht zu einem Mann namens Isaac. Ich möchte wissen, auf welches Mädchen er steht. Ich mach's. Hervorragend. Lassen Sie mich einfach wissen, was er sagt. Sie finden ihn fast direkt nördlich von hier, an den Farmpächtern vorbei. Aha. Waffenanforderung.
Sagen Sie mir nochmal, wo Isaac ist. Die Waffenschmuggler befinden sich fast direkt im Norden, ein kleines Stück östlich. Isaac hatte ein Haus auf ihrem Gelände. Moment, bevor wir jetzt die andere Küste... Oh, ist hier alles so verknüpft. Nein. Zeit, dass ich gehe. Bis später. Okay, gut. Dann pausionieren wir. Eine neue Aufgabe haben wir nicht bekommen. Das heißt, das ist so eine Mini-Quest. Hier konnte ich aber rausgehen und porten. Dann machen wir das auch mal kurz. Bei der Pachtfarm, sagte er. Isaac. Okay, gut. Wir sind jetzt gerade... Warum kann ich nicht laufen? Jetzt? Achso. Ja, bin ja noch überladen. Komm. Idee, dafür habe ich dich ja immer mit. Oder immer gerne mit. Nimm mal kurz ein bisschen was ab. Ah, das reicht eigentlich schon. Aber ich gebe dir trotzdem nochmal hier Rüstung. Ich glaube nicht, dass ich jetzt nochmal gegen Unholde sofort antrete. Isaac. Wir haben ja auch eine Notiz gekriegt, ne? Isaac, ich muss die in unserer früheren Abmachung festliegende Anzahl an Waffen und Munitionskisten erhöhen. Ich könnte wieder brenzlig werden für Caesars Legion und dann wären wir gerne vorbereitet. Wir bräuchten 25% mehr Waffen und 50% mehr Munition. Von Travers. Okay, gut. Isaac. Wer ist denn Isaac? Ne, das ist Leutnant. Oh, mir kommt der Name bekannt vor. Hier irgendwo bei der Farm. Isaac. Bei den Pachtfarmen. Wir hatten hier doch mal mit einem Isaac gesprochen, oder nicht? Hieß der nicht Isaac? Ich habe hier jemanden im Sinn, aber ich weiß jetzt nicht, wo, wer oder wie. Vorne sind jetzt sonst nur noch welche. Mir kommt der Name halt so bekannt vor. Isaac. Das war doch ein Waffenschieber. Moment, Moment, Moment. War das nicht hier... Stätte, hieß der nicht Isaac? Aber er hatte doch gesagt, hier bei der Pachtfarm. Ich gehe nochmal kurz gucken. Aber hier war doch eben, ja, noch ein Legion-Angriff. Gut, dann gucken wir mal, was die jetzt kann. Ah, jetzt... Nee, nicht auf dem Arm. Schön auf dem Rumpf. Ja, die halten nämlich ordentlich was aus. So, einmal nochmal nachladen hier. Können wir sogar dann schön nah ran hier. Nehmen wir erstmal einen raus. Das Watz will gar nicht laden. Warum nicht? Jetzt. So. Patz. So, du willst auch nochmal? Na, guck mal hier. Bei dir geht's sogar auf den Kopf besser. Ja, hier. Vergeltung. Kriegst du. Sag ich doch. Also die Waffe ist wirklich gut. Die macht auch ordentlich Schaden. Jetzt haben wir wieder das nächste Problem. Wir sind wieder überladen. Blöde Legion. Muss ich alles wieder verkaufen. So, hier haben wir nochmal ein Ascherhäufchen. Und ich bin auch völlig falsch gelaufen, ne? Gut, ich kümmere mich erstmal wieder um mich hier. Das heißt, ich trinke was. Ich nehme mal einen Bittertrank. Ich nehme ein Brahmin Steak. Und dann lassen wir es erstmal das Ganze hoch regenerieren. Also wie gesagt, Damage macht die gut. Macht die gut. Was hat nachgelassen?
Nochmal Sunset? Nochmal Sunset. Läuft ja gerade alles aus. So. Na siehste, ich brauche keine Stimpacks, um mich zu heilen. Haha. Gut. Haben wir jetzt eigentlich auch alle Attentäter hier erhalten? Ja, doch. Müssten. Waren nur 4 Stück, ne? Ah, gut. Waren nur 4 Stück. Dann halt nicht. So, dann gucken wir mal. Ja, nehmen wir hier natürlich wieder die bessere Rüstung. Und hauen da jetzt natürlich alle rein. 3, 3. Oh, nehmen wir mal. Ne, ich kann die ja nur mit den jeweiligen nehmen. Hm. Gut. Waffen. Ja, Macheten. Können wir nochmal zusammenlegen. Tapperbüchse. Ja, Wurfspeere wieder zum Verkaufen. Ne, das war doch hier. So, jetzt erstmal gucken. Wir Isaac, das war dann. Ja, 188. Außenhandelsposten. Aber der hieß doch nicht Isaac, oder? Hieß der Isaac? Der hieß nicht Isaac. Oder? Nee, Alexander hieß der. Die Leute sind normalerweise nicht. Das heißt, das muss ja da irgendwo oben gewesen sein. Nicht so dumm. Bei der Pachtfarm. Aber Isaac? Sagt mir halt jetzt gerade gar nichts. Isaac. Was gibt's? Grant Beacon sagt, dass er nicht sein ganz samtes zugewiesenes Wasser erhält. Das Amt für Wissenschaft und Industrie hat genau berechnet, wie viel Wasser die Pflanzen brauchen. Wird alles durch Computer geregelt. Außerdem sehen die meisten Pflanzen doch gut aus. Wenn die Bauern nicht mit ihrer Arbeit klarkommen, dann hätten sie sich nicht dafür melden sollen. Wenn es wirklich ein Problem gibt, dann können sie mit Lieutenant Boyd in McCarran reden. Ackerbau ist nicht meine Sache. Okay, auf Wiedersehen. Lassen Sie sich nicht aufhalten. Nö. Aber hier auf dem Acker steht ja niemand. Isaac, oder war das hinter? Ich und mein Namensgedächtnis. Ich brauche jetzt ein Bild. Gesichter kann ich mir eher merken als Namen. Ah. Isaac. Da vorne war jetzt noch jemand. Vorne sind mehrere, aber ich glaube nicht, dass der Waffenschieber da vorne Isaac hieß. Oder? Hieß der Isaac? Er hieß Isaac. Okay, er ist bei den Waffenschiebern. Hallo, potenzieller Kunde. Ich kümmere mich nicht um An- und Verkauf für die Waffenschieber. Sprechen Sie mit dem Roboter in der Verkaufsbude bei der Fabrik. Mit denen hatten wir noch nicht geredet. Okay. Sie arbeiten also für die Waffenschieber? Schon seit 5 Jahren. Ich kümmere mich um die Versorgungsseite, Rohmaterialien und so. Wer sind die Waffenschieber? Die Hersteller der hochwertigsten Waffen und Munition im ganzen Ödland. Wenn sie eine richtig schicke Wumme in die Hände kriegen, dann stehen die Chancen ganz gut, dass sie aus einer unserer Fabriken kam. Ich hab schon mal mit ihm Karawane gespielt? Hä? Aber er kommt mir jetzt so nicht bekannt vor. Wäre es möglich, dass Sie mir die Waffenschieberfabrik zeigen? Auf keinen Fall. Alles innerhalb des Zauns ist Sperrzone. Und die Wachen hier haben einen strikten Schießbefehl. Viele der High-End-Waffen beruhen auf Vorkriegsplänen. Wenn die Konkurrenz die in die Hände bekäme, wäre das schlecht fürs Geschäft. Wer ist der Chef der Waffenschieber? Hier draußen haben wir keine Bosse. Ich, die Büchsenmacher und die Wachen wissen alle, was wir zu tun haben. Es ist ein super Job, für die Waffenschieber zu arbeiten. Keiner wagt es, sich mit uns anzulegen. Okay.
Wollen wir eine Runde Karawane spielen? Dann sehen wir uns doch mal an, was sie drauf haben. Boah, du bist ja arm wie eine Kirchenmaus, mein Freund. Ja gut, das wird nur eine Runde. Eine schnelle Runde, hoffe ich. So, dann wollen wir mal gucken hier. Fangen wir erstmal an mit einer ganz normalen 6. Eine 8. Und noch eine 8. Klaust du mir die 6? Ist okay, mach mal. Tausche ich eine weitere 8. Klaust du mir eine 8? Ist okay. Mach ich eine neue 8. So. Dann legen wir hier einmal eine 10 dran. Der Move war smart, aber nicht smart genug, mein Freund. Weil damit kann ich jetzt zwei Karten klauen. Nicht nur du kannst klauen, das kann ich nämlich auch. Ach, selbe Strategie wie ich, oder was? Hier mit den Zehnern. Aber 7 und 2 macht ein bisschen unnötig hier, ne? Gut, dann hier einmal die 8 duplizieren, 26. Hier einmal die 8 duplizieren, 26. Und ja, dann würde ich sagen, hier eine 10 dran. Komm, ich klaue dir da mal noch die 10. Kommt kein König mehr, oder was? Gut. Das ist natürlich schlecht. Lege ich mal eine 6 ab. Ah, da ist er schon. Okay, das war's für dich, mein Freund. So, dreimal dasselbe. Möchtest du jetzt wirklich, dass ich dir deine 26 zerstöre? Warum sagt das Spiel jetzt nicht das Game Over? So, also für die 65 Kronkorken auch noch so hart arbeiten. Kann ich behilflich sein? So, Contreras schickt mich. McCarron braucht wesentlich mehr Schusswaffen und Munition. Scheiße, meinen Sie das ernst? 25% mehr Waffen sind machbar, aber 50% mehr Munition sind Wahnsinn. Wir haben einfach nicht die nötigen Vorräte verfügbar, um so einen Bedarf an neuen Waffen zu erfüllen. Die Waffenschieber können alte Waffen instand setzen, wie neu, oder? Sie denken zu viel nach. Sie haben recht. Ich könnte wohl auch gebrauchte und beschädigte Waffen aufmöbeln, um die Anforderung zu erfüllen. Sie sind dann so gut wie neu und mit unserem Lader können wir aus den Hülsen neue Munition machen. Wir müssen ein paar Tage auf Schießpulver warten, aber das könnte klappen. Sagen Sie Contreras, dass die nächste Lieferung alles enthalten wird. Okay, das ging ja relativ schnell. Auf Wiedersehen. Bis später. Bis später. Und ich habe mit Isaac eigentlich komplett jemand anders gedacht. Na gut. Ja, müssen wir ja jetzt ein bisschen hinlaufen, ne? Kommen wir ja nicht andersrum. Ist ja jetzt wieder mal ein weiter Weg. Aber, na gut. Aber wir könnten vielleicht mal anders machen. Machen wir hier an dieser Stelle schon mal einen klitzekleinen Cut. Ich laufe schon mal runter. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.